Einfach essen, füllt den Magen. So, U7. Ein Heilsamen hat da jemand aufgehoben. Heilsamen sind äußerst praktisch. Das sind quasi die Hyperheiler in diesem Spiel. Treppe, sehr schön. Darfst du halt essen. Heute ist wieder der alle Attacken gehen daneben Tag. Das ist ja wieder sehr schön. Level 22, sehr schön. 4 Level noch. Und ich lerne meine stärkste Attacke. Da ich den Ladungsstoß ja leider noch nicht lernen kann. So, ich würde mich hier auf der Ebene gerne noch ein bisschen weiter umschauen. Ein Plosivsamen. Komm, können wir auch essen. Hier nehme ich jetzt noch was. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich das genau auf Ebene 8 oder 9 finden muss. Vorsichtshalber suche ich aber auch mal die 8. Ebene danach ab. Fliege erreicht Level 22, das ist auch sehr schön. Okay, das, was ich suche, ist dann anscheinend wirklich auf der 9. Ebene. Weil er ja schon die ganze Zeit versucht, Eisstrahl einzusetzen. Und jetzt hätte ich bitte gern, dass man wieder eine Attacke trifft. Das wäre nämlich sehr schön. Wieso geht eigentlich immer die Hälfte der Attacken daneben? So, da finde ich jetzt mal ausnahmsweise die Treppe schon ein bisschen früher und dann brauche ich sie nicht. Weil hier auf der Ebene müsste das eine Item sein, das ich suche. Hier ist nur ein etwas längerer Gangkomplex.
Ja, ich hab's gefunden. Da ist es. Da unten liegt das Item. Eine Kastanie. Können wir eine Passivbeere liegen lassen für. So, und jetzt auf zur Treppe. Geduld benutzt, dann hau ich erst gar nicht auf dich drauf. So. Hey, was ist? Wir schlagen uns eigentlich nicht gern, aber wir legen uns ziemlich schnell auf, kapiert? Was uns richtig in Rage bringt, ist, wenn wir hier irgendwelche Dummbeutel auftauchen. Ah, dieser blöde Gesichtsausdruck. Oh, das macht mich fertig. Ich sehe rot. Menki, Schlägerei! So. Ach ja, Moment. Einmal geht noch. Chrissy erreicht Level 21. Das ist sehr schön. Wie versprochen, haben wir der Menki-Bande gezeigt, dass man nicht einfach andere aufmischen kann. Dass wir ihnen gezeigt haben, dass man es nicht zu wild treiben darf. Vielen Dank euch allen, wirklich. Wohin genau? Ja, wir sind voller Dankbarkeit. Hier ist unser Dankeschön. Wir erhalten eine geschälte Kastanie zur Belohnung. Das ist eine geschälte Kastanie? Genau, eine geschälte Kastanie. Wisst ihr, wir haben kein Geld. Wohin genau? Deshalb können wir euch zur Belohnung nur eine Kastanie geben. Seid ihr jetzt enttäuscht? Nein, das ist völlig in Ordnung so. Geschälte Kastanien sind eine Köstlichkeit. Ich finde sie großartig. Ein bisschen Geld wäre auch nett gewesen. Hey, ihr da! Oh nein, die Menki-Bande. Wohin genau? Diese Menki-Bande. Haben sie uns bis hierher verfolgt? Ja, euch meine ich. Ihr hattet nur Glück, mit uns legt man sich nicht an. Dieses Mal machen wir Kleinholzer aus euch. Wir werden euch pulverisieren. Menki, auf sie mit Gebrüll. Hey, Augenblick mal, seht euch das an. Kastanie! Das ist eine geschälte Kastanie. Bitte? Flüster, flüster. Was machen die da? Sieht aus, als würden sie über etwas diskutieren. Wohin genau? Was geht hier vor? Hört mal. Ihr habt da was, was wir wollen. Diese geschälte Kastanie da. Können wir die haben? Wir, also, wir lieben geschälte Kastanien. Wir lieben sie so sehr, dass wir ohne sie nicht leben können. Könnt ihr euch nicht selbst Kastanien besorgen? Naja, die Kastanien haben immer so pieksige Stacheln, stimmt's? Wenn wir versuchen, sie zu schälen, pieksen wir uns. Und dann werden wir fuchsteufelswild. Deswegen fragen wir ja, ob ihr uns die geschälte Kastanie gebt. Wir tun alles, was ihr wollt. Hm, was meinst du, Kilian? Sollten wir die Menki-Bande uns geschälte Kastanie geben? Aber warum nicht? Ich habe eine Idee. Hört mal, Menki, wie findet ihr ein wenig körperliche Arbeit? Wie? Körperliche Arbeit? Sowas wie Muskelarbeit? Wir haben Muskeln, aber wir hassen Arbeit. Aber es ist ja die geschälte Kastanie.
In Ordnung, hier ist mein Plan. Wir wollen eine beeindruckende Basis haben und diese daher umbauen. Basis? Ja, richtig. Unsere Retterteam-Basis. Wenn ihr uns beim Umbau helft, geben wir euch die geschälte Kastanie. Wie hört sich das an? Tuschel, tuschel, flüster, flüster. Okay, wir helfen. Wirklich? Ihr werdet uns helfen? Ja, überlasst das uns. Wir tragen das Baumaterial hier und modeln das Gebäude um. Da wird nicht lang gefackelt und oder gefuchtelt. Im Gegenzug gebt ihr uns die geschälte Kastanie. Ich auch, ich helfe auch mit. Ich spucke Seide, mit der wir alles zusammenhalten können. Ich will auch helfen. Moin, genau. Ich hatte irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil wir euch nur eine geschälte Kastanie geben konnten. Moin, genau. Ich danke euch allen. Okay, packen wir es an. Okay. Okay. Und so begannen die Umbauarbeiten an der Basis des Teams TGE von Kilian. Einige Tage später. Wahnsinn, es geht sehr schnell mit unserer Basis voran. Moin, genau. Wir stehen in eurer Schuld. Moin, genau. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben immer noch ganz viele schwierige Aufgaben, die wir erledigen müssen. Moin, genau. Das stimmt. Aber wir sind fast am Ziel, oder, Mankey-Bande? Wie bitte? Da, dort drüben. Was ist denn los? Wir müssen weiterarbeiten. Keine Lust mehr. Was? Das ist so langweilig. Wie soll man das denn aushalten? Ja genau, das macht keinen Spaß mehr. Ein paar geschälte Kastanien könnten jetzt nicht schaden. Was soll das heißen? Bei uns geht nichts mehr. Wir brauchen geschälte Kastanien zur Motivation. Kilian, wir haben ein Problem. Ich glaube, die Mankey-Bande arbeitet erst weiter, wenn wir ihnen eine Kastanie geben. Wir müssen der Mankey-Bande jede geschälte Kastanie geben, die wir finden können. Und genau deswegen wollte ich unbedingt diese Kastanie finden. Damit ich eine auf Vorrat habe. Da kommt Pelipa. Nummer 5. Wirf Samen. Samen kann man auch werfen. Normalerweise soll man Samen essen, aber weißt du was? Man kann sie auch nach anderen Pokémon werfen. Wirf Samen, die du nicht magst, nach Gegnern. Wirf gute Samen nach deinen Freunden. Nur keine Scheu. Ja, das weiß ich doch alles schon. Jüngste Naturkatastrophen. Untersuchungen zeugen gefährlicher Naturkatastrophen begonnen. Pokémon in betroffenen Gebieten greifen Außenstehende ohne Warnung an. Manche halten eine mysteriöse Macht dafür verantwortlich. Eine Quelle beschuldigt Dicta der Erdbeben, doch das Untersuchungsteam bleibt skeptisch. Ich liebe diese Zeitungen. So, eine Kastanie haben wir ja noch. So. Eine geschälte Kastanie gibt's noch. Nun. Und so. Motiviert durch eine weitere geschälte Kastanie setzte die Mankey-Bande die Renovierungsarbeiten an der Retterteam-Basis fort. Bald waren die Renovierungsarbeiten an der Basis fast beendet. So. Eine geschälte Kastanie wollen sie noch. Tumultwald kriege ich nicht zufällig Missionen, oder? Ich habe 560 Poké. Hast du vielleicht gerade Belabersamen? Einen hat er ja. So.
einfach mal schauen. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Rettungsmission und können wir das nämlich gleich mit reinbringen. Aber nein, haben wir nicht. Ja, dann schnappen wir uns mal den Belebersamen, den er dort hat. Also, ich brauche nur einen Apfel, die ganzen Gummis können wir lagern, am Arena-Bären brauche ich auch nur eine, ich brauche eine Persifbeere, zwei Sindelbeeren und nur einen Belebersamen. Und dann haben wir das doch auch schon wieder erledigt. Wir nehmen den heute mit, das letzte Mal war Fliege dabei, dann darf heute der Don Marcy mal wieder mit. Einfach ein bisschen durchwechseln. In den Tumultwald. Wir müssen wieder bis auf Ebene 9. Dort die Kastanie holen. Und dann sind wir fertig. Ich habe immer noch Ruckzuck fixiert. Genau. Der kriegt mit einer Doppelschwäche nur 2 Schaden von dem scheiß Erdbeben. Don, du hältst viel zu viel aus. Wie viele Pokémon kommen da? Moment mal. Ach, das war jetzt nicht so schlau. So geht's am besten. Wie viele Pokémon sind in diesem Gang? Gummi, Geld, weiter. So schnell wie möglich auf U9. Yay, Sackgasse. So. Wir haben heute auf jeden Fall eine Menge Gangkämpfe hier. Ach, noch mehr. Gerade diese Blitzwirk, die regen mich ein bisschen auf, weil die so viel aushalten.